Wir fangen an mit Frank Karliczek, dem Gründer von Nextcloud. Er wird uns von seinen Erfahrungen, Ansätzen, Werten und so weiter erzählen, die er mit diesem Projekt und anderen Projekten gesammelt hat. Viel Spaß dabei. Danke. Danke. Ja, funktioniert. Ja, danke, dass ihr hier seid. Ich habe natürlich den schwierigen Slot hier vor der Mittagspause jetzt. Ich hoffe, dass ich nicht überziehen muss. Ich habe gerade schon kritische Blicke geerntet, bei dem, als gesehen wurde, dass ich 55 Slides habe. Ich muss ein bisschen Gas geben, aber dann unterbrecht ihr mich bitte immer, wenn was Interessantes noch fehlt, ich nicht dazu komme, es zu erwähnen. Genau, mein Name ist Frank Karliczek, ich war schon in verschiedenen Open-Source-Projekten aktiv, seit 20 Jahren jetzt dann, doch ganz schön lange, und habe auch schon Startups gegründet, manche erfolgreich, manche weniger, aber wahrscheinlich bin ich jetzt hier netterweise eingeladen worden als Gründer von OwnCloud und dem Nachfolgeprojekt Nextcloud jetzt. Ich habe mir jetzt überlegt, was jetzt hier interessant sein könnte. Ich möchte jetzt hauptsächlich über zwei Dinge sprechen. Das eine ist, was das Interessante an Nextcloud ist, also warum ist Nextcloud wichtig? Und das zweite ist ein bisschen die Historie dahinter. Und da geht es auch um den Fork, um den Übergang von dem Vorgängerprojekt zu dem jetzigen Projekt, was vielleicht auch ein bisschen ungewöhnlich und interessant sein kann. Aber erstmal, warum Nextcloud hierher passt zu Bits und Bäume und ja, was so die strategische Bedeutung in der heutigen Welt davon ist. Das erste ist, der erste Slide, was ich zeigen möchte, ist Data is the new oil. Das ist ein Spruch, den hat man schon einige Male gehört. Das ist also die Idee, dass Daten ein ganz wichtiger Rohstoff sind zukünftig für die Weiterentwicklung, für die Gesellschaft. Das ist eine These, die würde ich auch zustimmen. Wenn man sich beispielsweise das Wachstum ansieht von Daten heutzutage, das ist wirklich ganz außergewöhnlich, vor allem wenn man sich mal anschaut, das hier ist 2010, das ist noch nicht so lange her, wie klein hier der Balken hier war und wie groß es heutzutage ist. Also es ist wirklich exponentiell Daten, die aufkommen in allen möglichen Bereichen, sowohl strukturiert als unstrukturiert. Was sind dann diese Daten? Das ist alles Mögliche, Videos, Dokumente, Textnachrichten, das sind unglaubliche Zahlen, beispielsweise 168 Millionen E-Mails in der Minute. Also das ist wirklich sehr, sehr extrem, was hier die Menschheit an Daten produziert. Das Internet der Dinge ist auch so eine Sache, dass man heutzutage vernetzte Objekte, Devices hat, die alle miteinander Daten austauschen, Daten sammeln mit Sensoren und so weiter. So, was passiert jetzt mit diesen ganzen Daten? Die fallen an, was macht man damit? Typischerweise ist die Antwort, ja, die kommen in die Cloud. So. Die Cloud ist also dieses magische Ding, wo dann passen ganz viele Daten rein und da sind die auch sicher und die Cloud ist so die Lösung. Was ist jetzt die Cloud? Also Wolke auf Deutsch. Woher kommt denn dieser Begriff eigentlich? Ich habe ein bisschen recherchiert. Meiner Ansicht nach hat es damit zu tun mit diesen uralten Diagrammen. Jemand, der so alt ist wie ich, kennt das vielleicht noch so aus den 90er Jahren, 80er, 90er Jahren. Da geht es darum, da wurde quasi die Infrastruktur von einem Unternehmen beschrieben. Ja, hier gibt es einen Computer und ein Faxgerät und ein Telefon und alle möglichen Dinge. Und links davon gab es dann diese Wolke. So, das hier. Ich glaube, das ist auch entstanden, weil das war so ein Standardsymbol bei PowerPoint. Das konnte man dann so einfügen. Das ist dann die Wolke. Und was damit gemeint war, war, na, das ist dann noch so der Rest. Der ist jetzt nicht bei uns in der Firma. Das ist auch nicht unsere Zuständigkeit. Weiß ich auch nicht genau, wie es funktioniert. Ist mir auch egal. Ist aber irgendwie verbunden und macht auch irgendwelche Dinge. So. Hier noch eine andere Grafik, die ich gefunden habe. Da gab es auch hier Server und Kabel und Switches und alles Mögliche. Und dann eben noch die Cloud. Das ist dann noch so der Rest. Das ist dann halt, da gibt es dann noch mehr Dinge, mehr Kabel, mehr Festplatten, aber die kenne ich nicht genau. Die laufen einfach woanders. So, das ist nach meiner Interpretation der Ursprung des Begriffs Cloud. Heutzutage würde es wahrscheinlich eher so aussehen, weil da ist das, was in der Firma, im Unternehmen hier arbeitet, nur noch ganz wenig und der Cloud ist irgendwie alles. Sowohl alle Daten als auch alle Applikationen,
die Cloud ist irgendwie, da passiert die ganze IT. Nach wie vor ist die Cloud aber komplett unklar, was ist genau dahinter sich versteckt. Es gibt ja keine Kabel und Festplatten und Dinge sind nicht eingezeichnet, das ist so ein diffuses Ding. So, wenn wir jetzt zurückgehen zu dem ursprünglichen These, Daten sind das neue Öl, was bedeutet das jetzt eigentlich? Wo ist denn dieser Rohstoff, dieses digitale Öl, dieser digitale, wo kommt denn das jetzt her? Ja, beim richtigen Öl, da kennt man das ja, gibt es die ölexportierenden Staaten, kann man auf der Landkarte sich vorstellen, da wird es produziert. Wo wird denn so dieses digitale Öl denn jetzt produziert? Da habe ich auch mal so eine Weltkarte mir gemacht, wo ich das mal eingezeichnet habe, wo denn dieses digitale Öl produziert wird. Und es ist sehr übersichtlich, weil es wird eigentlich nur da produziert. Also das sind Dropbox und Google und Facebook und ein bisschen nördlich davon Microsoft und Amazon. Und ja, da ist es so der Ursprung des digitalen Öls, auf dem anscheinend alles zukünftig basieren soll. Jetzt kann man sich natürlich fragen, das ist vielleicht so ein bisschen ungünstig. Das ist vielleicht so ein bisschen sehr zentralisiert alles. Also vielleicht möchte man das ein bisschen mehr dezentralisieren. Und sein digitales Öl, seine digitalen Rohstoffe, seine digitale Zukunft ein bisschen mehr unter Kontrolle halten. Und das ist das, was wir mit Nextcloud machen wollen. Also Nextcloud ist eine Software, die bietet so die meisten hauptsächlichen Funktionen von anderer Cloud-Software auch. Nämlich kann man seine Dateien synchronisieren, wie man es von Dropbox und Google Drive und anderen Services kennt. Also mit Telefon und Tablet und Browser und alles, was man so kennt. Man kann Fotogalleries machen, seine Urlaubsfotos mit seiner Familie sharen, wie man es vielleicht bei Facebook oder bei anderen Diensten macht, Instagram, sowas können wir auch alles. Man kann seine Dokumente editieren, wie man es Office 365 kennt, kollaborativ, auch mit anderen Personen zusammen, im Browser, wenn man das möchte. Man hat einen Kalender, man hat Contacts, man hat E-Mails, wie man es auch von Google und anderen Services kennt. Man hat sogar Kommunikationsfeatures, hier ist Nextcloud Talk, hier sieht man einen Gruppenchat, was es auch auf dem Telefon gibt, ein Messenger, den es gibt. Videotelefonie gibt es, Videocalls, Videokonferenzen. Also im Prinzip alles, was man von anderen Services kennt, mit eben einigen wichtigen Unterschieden. Und da möchte ich jetzt mal nur zwei rausgreifen, die halt fundamental uns von anderen Services wie Google und Dropbox unterscheiden. Der erste Unterschied ist, man kann es betreiben, wo man möchte. Also wir als Nextcloud-Projekt haben überhaupt gar keine Server. Deswegen kann man uns auch auf der Weltkarte auch gar nicht einzeichnen, sondern wir stellen ausschließlich die Software zur Verfügung. Man kann die Software nehmen und installieren, wo man möchte. Viele nehmen sich so einen Raspberry Pi, so einen kleinen Rechner für daheim. Da kann man Nextcloud drauf installieren und hat mal seine eigene Cloud dort. Mit seinem eigenen Messaging und seinen Dateien und seiner Fotogallery und seinem Kalender und alles auf diesem kleinen Kästchen bei sich daheim. Oder wenn man eine Firma ist oder eine Universität, dann nimmt man halt ein bisschen größere Kästchen, also größere Server. Dann funktioniert es auch mit einigen Tausenden von Benutzern. Und dann gibt es auch noch die richtig großen Installationen, also hier an der TU Berlin zum Beispiel. Da werden Nextclouds für 15 Universitäten, soweit ich weiß, gehostet. Zentral, das sind dann wirklich viele, viele Tausende von Benutzern. Das funktioniert auch. Und die größte Instanz, die es gibt, soweit ich weiß, die hat 20 Millionen Benutzer. Mit Nextcloud. Also funktioniert von sehr klein zu sehr groß. Aber der Punkt ist letztendlich, man kann es dort betreiben, wo man möchte. Also es gibt keine Zentralisierung mehr, sondern man nimmt unsere Software, installiert sie, wo sie möchte und hat seine eigene lokale Cloud, die man unter Kontrolle hat. Und das Zweite, was ich noch hervorheben möchte, das Besondere ist, dass es Open Source ist. Und zwar 100% Open Source. Open Source bedeutet, erstmal ist es kostenlos natürlich, aber dann bedeutet es auch, dass man auch die Motorhaube aufmachen kann und reinschauen kann und verstehen kann, was funktioniert da eigentlich. Also man kann überprüfen, was da passiert. Nextcloud wird zum Beispiel auch von der deutschen Bundesverwaltung verwendet, für alle Ministerien. Und die haben mir zum Beispiel persönlich gesagt, dass sie Nextcloud ausgewählt haben, weil sie überprüfen können, dass es eben keine Backdoors gibt und keine Hintertüren und keine Sicherheitslücken und sowas. Man kann letztendlich das alles überprüfen, weil der Source Code ist verfügbar. Und es bedeutet aber auch, dass man mitmachen kann. Also Nextcloud ist eine große weltweite Community, komme ich nachher noch dazu, von vielen, vielen Menschen, die da mitmachen. So, jetzt möchte ich ein bisschen was über die Historie noch erzählen, wie es zu Nextcloud kam.
Die Sache ist die, dass ich persönlich, hatte ich gerade schon gesagt, ich mache schon sehr lange Open Source. Ich habe im KDE-Projekt angefangen. Das ist ein Projekt, was den Linux-Desktop versucht hat zu bauen oder auch immer noch versucht, war ich lange involviert. Im Rahmen dessen habe ich damals unser Vorgängerprojekt OwnCloud ins Leben gerufen, gegründet, was sehr schnell sehr populär wurde, was von vielen Menschen benutzt wurde. Wir haben dann auch eine größere Anzahl, also eine Entwickler-Community dann auch dazu bekommen. Immer mehr Leute haben mitgemacht, haben sich involviert. Das hat sich alles sehr, sehr gut entwickelt. Wobei wir am Anfang eine hundertprozentige Volunteer-Community waren. Also es war ein Hobbyprojekt, jeder hat freiwillig daran gearbeitet. Jeder hatte noch seinen normalen Job, seinen Vollzeitjob. Und es war letztendlich so ein Hobbyprojekt. Ich habe mich dann gefragt, zum Thema Nachhaltigkeit, ist es nicht auch irgendwie möglich, dass man Vollzeit an so einer Open-Source-Software arbeiten kann? Gibt es irgendeine Möglichkeit, über ein Businessmodell auch davon zu leben, dass man letztendlich halt eine Gruppe von Menschen hat, die einfach Vollzeit sich dafür engagiert? Weil meiner Meinung nach, wenn man jetzt wirklich Google und Dropbox und Facebook und Microsoft Konkurrenz machen möchte, dann erfordert es natürlich schon viel Arbeit. Und das ist natürlich schön, wenn man dann auch von leben kann. Da habe ich dann zwei andere Personen kennengelernt und zu dritt haben wir gesagt, okay, wir lassen uns jetzt ein Unternehmen gründen, lassen uns ein Startup gründen. Der eine hat den CEO-Posten übernommen, der zweite hat Sales und Marketing gemacht und ich war der CTO, also für die Technik zuständig. Wir haben dann das Unternehmen gegründet damals in 2011. Mir wurde gesagt, dass man das gleich so richtig machen muss und so richtig, das bedeutet, man macht das in den USA, weil nur da weiß man richtig, wie man so richtig Software macht und da gibt es nur die richtigen Startups und in Deutschland, die sollten sich auf so komische Sachen wie Autos und Solarzellen konzentrieren, aber Software, das macht man so richtig in den USA. Das war die Aussage. Da habe ich gesagt, okay, gut, dann habe ich dazu gestimmt. Wir haben das dann gegründet in Boston, wo ich dann auch 2 Jahre da auch gelebt habe. Wir haben dann amerikanisches Venture Capital auch gleich eingesammelt, weil so macht man das dann richtig. Meine Freunde aus dem KDE-Projekt, die waren sehr skeptisch. Da so, Frank, weißt du, was du da tust? Ich so, ja doch, das ist bestimmt gut. War ein Fehler. aber ja, das hat dann leider zu Problemchen geführt. Das erste ist, das Management, also wir waren halt gezwungen, natürlich sehr schnell natürlich Personal einzustellen, weil wenn man dann Geld bekommt, muss man das auch ausgeben, sagen die Investoren. Dann haben wir einiges an Management gehabt, was noch nie was von Open Source gehört hat. Auch der ganze Gedanke Sustainability war jetzt nicht so verbreitet, weil in der typischen Startup-Welt geht es einfach darum, die Firma dann möglichst schnell mit möglichst großem Gewinn wieder zu verkaufen. Und so diese Idee, dass man eigentlich ein Unternehmen bauen möchte, wo man selbst in 10, 20, 30 Jahren noch arbeiten möchte, das ist da nicht so verbreitet. Also zumindest nicht bei den Investoren, weil da möchte man ja wirklich schnell sein Geld maximieren. Da gab es dann gewisse Konflikte, insbesondere natürlich auch zu unserer Community. Also wir hatten damals schon viele hundert Personen, die mitgemacht haben an OwnCloud damals noch. Und die haben natürlich das nicht ganz verstanden, warum jetzt hier diese Firma ganz anders denkt. Das Geschäftsmodell damals war so, da möchte ich jetzt gar nicht ins Detail jetzt eingehen, aber Dual Licensing, was bedeutet, es gab es unter einer Open Source und unter einer proprietären Version. Dann gab es eine Enterprise Edition, das bedeutet die normale Version, die Open Source Version hatte nicht alle Features und nur die Enterprise Version hat alle Features, aber die kostet Geld. Das hat bedeutet, dass jeder, der mitmachen wollte, seine kompletten Rechte an seinem Code eines Unternehmens übertragen musste. Und eine ganze Reihe anderer Konsequenzen, die letztendlich dazu geführt haben, dass das Ganze nicht so gut funktioniert hat. Die komplette Planung, Produktmanagement, ich möchte jetzt gar nicht so sehr ins Detail jetzt gehen, wollte das Unternehmen machen, was ein gewisser Widerspruch ist zu einer Volunteer-Community, weil wenn man freiwillig an einem Projekt mitmacht, dann möchte man eigentlich in der Regel auch entscheiden, was man tut, man möchte nicht irgendwelche Anweisungen bekommen. Das war so ein Problem. Die Investoren hatten so ihre speziellen Vorstellungen. Das hat nicht so richtig gut gepasst. Und letztendlich waren wir dann 2015 und Anfang 2016 in der Situation, dass unsere Community nicht happy war. Die
Angestellten waren nicht zufrieden und die Kunden auch nicht. Ich persönlich habe versucht, da Einfluss drauf zu nehmen, habe das versucht zu fixen. Ich habe das allerdings nicht geschafft, weil zu dem Zeitpunkt der Einfluss von einer Person schon so groß war, dass ich letztendlich nichts mehr dran ändern konnte. Dann gab es noch finanzielle Schwierigkeiten, weil das natürlich auch anderweitig einfach nicht funktioniert hat. So, ein großes Problem. Das bedeutet, normalerweise bei jedem anderen Startup, das wäre verschwunden. Man hätte gesagt, okay, hat nicht funktioniert, man schließt das Unternehmen, jeder sucht sich was anderes und man versucht irgendwas anderes. In dem speziellen Fall war weil der Kern von der Software Open Source war, gab es die Möglichkeit, das Ganze zu forken und einen Neustart zu machen. Also dadurch, dass die Software frei verfügbar war, gab es die Möglichkeit, das Ganze zu nehmen und einen Neustart zu wagen. Und genau das haben 12 Leute und ich gemacht, dann in 2016, und das ist der Nextcloud Fork. Das heißt, das Kernteam hat dann die alte Firma verlassen und eine neue Firma gegründet, ein neues Open Source Projekt gegründet, und wir haben alle versucht, aus der Vergangenheit zu lernen und es diesmal besser zu machen. Das erste, was wir gemacht haben, wir haben uns ein Haus gemietet, in der Nähe von Stuttgart, haben uns da eine Woche eingeschlossen und haben überlegt, okay, jetzt, was machen wir jetzt besser? Was war gut, was war schlecht? Wie kann man aus den Fehlern lernen? Wie soll denn dieses neue Nextcloud-Ding funktionieren? Also kann man eine nachhaltige Firma haben? Kann man eine 100% Open-Source-Firma haben? Kann man die Abhängigkeiten von Investoren reduzieren oder muss man die vielleicht gar nicht haben? Also wie kann das Ganze funktionieren? Und nach der Woche haben wir uns gewisse Prinzipien gegeben, denen wir folgen bei Nextcloud. Das erste ist, dass Nextcloud ein sustainable Open Source Projekt und eine sustainable Firma sein soll, was bedeutet, dass wir kein externes Investment mehr haben. Das heißt, wir haben da keine Abhängigkeiten mehr. Es gibt niemanden mehr, der jetzt sagt, ich möchte jetzt hier mein Investment zurückhaben, ich möchte jetzt hier meinen Gewinn maximieren, ich möchte jetzt hier einen Börsengang machen oder andere Dinge, die man vielleicht machen könnte, um Geld zu verdienen, sondern es geht darum, ein Unternehmen zu haben, ein Open-Source-Projekt zu haben, wo wir alle in 10, 20, 30 Jahren auch noch arbeiten können, weil wir eigentlich die Kollegen und das Produkt und die Community und die Kunden und die Software eigentlich mögen und das Ganze nicht darum geht, es hier mal in 2 Jahren schnell Geld zu verdienen. Das zweite ist, wir haben uns gesagt, wir möchten nur noch Open Source und freie Software machen. Ich habe schon gesagt, dass wir bei Vorgängerunternehmen einiges an Software hatten, was nicht Open Source war. Das haben wir gesagt, das möchten wir nicht mehr haben, deswegen ist Nextcloud auch 100% Open Source. Es gibt da jetzt nichts mehr, wo man dafür bezahlen müsste zum Beispiel. Es ist alles frei verfügbar, überall kann man mitmachen. Das dritte ist, wir möchten dieses Contributor License Agreement, das ist ein Vertrag, den jeder unterschreiben muss, der mitmachen will, dass er seine kompletten Rechte an die Firma überträgt. Sowas möchten wir nicht mehr haben. Das heißt, wir möchten eigentlich, dass jeder mitmachen kann, wenn er mitmachen will, aber man muss da jetzt keine Verträge unterschreiben und muss auch sonst keine Rechte abtreten an dem, was man beisteuert. Wir möchten offene Standards verwenden, immer wenn es einen gibt. Es gibt viele Standards wie WebDAV oder ActivityPub oder andere. Immer wenn es einen Standard gibt, verwenden wir den. Wenn es keinen gibt, dann erfinden wir was Neues, aber veröffentlichen das, dokumentieren das, dass wir eigentlich interoperabel mit anderen sein wollen. Dann das fünfte ist, es geht um Federation und Dezentralisierung. Das heißt, wir zum Beispiel als Nextcloud, wir werden nie eine Nextcloud hosten. Wir sind keine Hosting-Firma, wir stellen die Software her. Wir möchten andere in die Lage versetzen, ihre Daten dort zu lagern und da zu verarbeiten, wo sie es möchten. Also wir sind komplett auf föderierte Infrastruktur und dezentralisierte Infrastruktur ausgerichtet. Wir möchten mit unserer Community offen zusammenarbeiten. Bei uns sind alle Bugs und Planungen und Roadmap und sowas auf GitHub verfügbar. Man kann mitmachen, man kann mitdiskutieren. Es gibt also keine Hürden. Diversity ist uns sehr wichtig. Da haben wir jetzt auch neulich eine Initiative gestartet, wo es um Förderung von unterrepräsentierten Gruppen geht, in der IT, Nextcloud speziell, weil wir denken, das ist ein wichtiger,
eine Herausforderung für die Zukunft grundsätzlich ist, aber auch als für uns als Projekt auch ein Erfolgsfaktor, ne, weil diverse Teams funktionieren besser. So, jetzt stellt sich natürlich die Frage, das ist ja alles ganz schön, aber wie verdienen wir eigentlich unser Geld? Das ist ja schon auch gut, dass wir alles offen entwickeln und die Welt es benutzen kann, aber man muss ja auch dann die Gehälter bezahlen. Und da ist es so, dass wir uns auf die Großkunden fokussieren. Das heißt, für kleine und mittlere, da gibt es gar kein Geschäftsmodell. Also ich überlege mir gar kein Geschäftsmodell, wie man irgendwie mit Privatpersonen Geld verdienen könnte. Das ist gar nicht der Punkt, sondern wir verdienen Geld mit Großkunden, ausschließlich mit Großkunden. Und da haben wir uns, das haben wir auch gar nicht neu erfunden, sondern haben wir uns inspirieren lassen von den Geschäftsmodellen von Red Hat und SUSE und anderen Open-Source-Unternehmen. Das heißt, dass wir sogenannte Subscriptions verkaufen. Das ist sowas wie Support-Verträge. Das heißt, große Unternehmen, wenn sie Nextcloud verwenden wollen, können, wenn sie so ein Service Level Agreement, nennt sich das, haben wollen, können die das von uns bekommen. Dann bekommen sie eine Telefonnummer, wo sie anrufen können, E-Mail, Workshops, wir bekommen Hilfe bei der Installation, bei Sicherheitsupdates, alles, was sie so brauchen. Und das müssen die bezahlen und so verdienen wir unser Geld. Wenn man das aber nicht braucht, wie man es in der Regel bei den normalen kleinen Installationen nicht unbedingt braucht, dann gibt es da auch gar kein Geschäftsmodell. So, wo stehen wir denn jetzt? Ich bin wirklich ziemlich beeindruckt, was die Nextcloud-Community da geschafft hat die letzten 2,5 Jahre. Das erste ist, die Community ist größer als jemals zuvor. Also wir haben mehr Contributors als jemals zuvor. Ich glaube, die letzte Zahl ist 1800. Im letzten Release haben 1800 Personen mitgemacht. Wir als Firma haben 40 Angestellte, Festangestellte. Wir sind profitabel tatsächlich, auch eine Sache, was die Vorgängerfirma nie geschafft hat, sondern wir verdienen tatsächlich, oder wir geben nur das Geld aus, was wir auch verdienen. Das ist von daher auch sustainable und kein externes Investment. Die Kunden, also Kundenbasis und auch die normale Community-Basis wächst alles sehr, sehr gut. Und ja, wir sind am Wachsen. Und wir brauchen sowas wie dieses Contributor Agreement brauchen wir nicht mehr. Wir sind tatsächlich 100% Open Source. Ja, das entwickelt sich alles sehr gut. Wir machen sogar solche ganz verrückten Dinge wie unsere Hauptwebseite von unserer Firma, auch die ist auf GitHub. Das heißt, die Webseite unserer Firma, wo unsere Firma beschrieben wird mit allen unseren Produkten, alles was wir machen, wer wir sind, auch das wird von der Community entwickelt. Also zum Beispiel haben wir momentan gar keinen Designer für die Webseite, sondern die Webseite wird von einem Freiwilligen designt. Und das ist eigentlich ziemlich, ich kenne nicht so viele Unternehmen, wo das so funktioniert. Das ist ein Foto hier, lustigerweise von der anderen Straßenseite, am Mathebau, weil wir netterweise jedes Jahr hier bei der TU hier eingeladen sind, unsere Konferenz zu machen. Das hier war die Nextcloud-Konferenz jetzt diesen Sommer, wo über 200 Personen da waren. Also über 200 Personen, die in ihrer Freizeit dann hierher kommen, um sich eine Woche lang mit anderen zu treffen, um dann an Nextcloud mitzumachen. Das ist wirklich eine tolle Sache und ich auch immer noch toll von der TU, dass wir hier sein dürfen. Natürlich ist nicht alles super einfach. Das hier ist eine Grafik von Google Trends. Ich weiß nicht, ob das einer da kennt. Man kann da ganz gut die Bekanntheit von bestimmten Begriffen sich anschauen. Das Rote ist hier das Vorgängerprojekt und das Blaue ist Nextcloud. Das sieht man, wie wir gestartet haben, war Nextcloud noch ziemlich unbekannt. Und wir haben uns von der Bekanntheit inzwischen hier ganz gut hochgearbeitet. Und ja, auch hier auf der Konferenz, wo ich jetzt unterwegs war gestern und heute, scheinen jetzt viele Nextcloud auch zu kennen. Das ist wirklich ganz, ganz beeindruckend, was da in zweieinhalb Jahren entstanden ist. Natürlich gibt es auch Unternehmen, die es verwenden. Ich hatte schon gesagt, die deutsche Bundesregierung, ARD, Siemens, viele andere. Das finde ich auch ganz schön. Stichwort Sustainability, dass es eben auch so Einrichtungen gibt, die uns bezahlen, dass wir Open Source Software machen, dass wir Software machen, die dezentralisiert funktioniert. So, und jetzt habe ich 25 Minuten gebraucht. Das heißt, wir haben tatsächlich noch 5 Minuten Zeit für Fragen. Gibt es Fragen? Das
So, dann bitte einmal gut sichtbar die Hände heben, wenn es Fragen gibt. Mich würde interessieren, was ihr für eine Organisationsform habt. Unternehmensform, Organisationsform würde mich interessieren, wie die aufgebaut ist. Ja, also die... Geht das? Hallo? Okay. Das Unternehmen ist eine ganz normale, langweilige deutsche GmbH. Wir sind auch dabei, noch eine zusätzliche Foundation, also ein e.V. noch zu gründen. Zusätzlich, das ist noch in Arbeit. Das ist hilfreich, wenn man Spenden annehmen möchte, weil es oft Personen zu uns kommen und sagen, sie möchten was spenden. Und als GmbH ist es gar nicht so einfach, Spenden anzunehmen. Deswegen wird es einen zusätzlichen Verein noch geben. Das ist noch in Arbeit. Aber als Unternehmen sind wir eine GmbH, aber halt ohne externe Abhängigkeiten. Mich würde interessieren, ob es aus der Nextcloud-Community auch Ansätze gibt, eben die ökologische Nachhaltigkeit zu fördern oder vielleicht Zusammenarbeit mit Akteuren, die schon besteht? Also momentan eigentlich noch eher wenig, aber ich muss sagen, dass ich jetzt gestern und heute so viele spannende Gespräche geführt habe, dass ich das eigentlich, also gibt es auch schon einige Ideen schon konkret, dass ich denke, dass man da ganz viel zusammen machen kann, weil ich muss ganz ehrlich sagen, als ich eingeladen wurde jetzt hier für das Event, wusste ich nicht so richtig, was mich erwartet. Das ist ja auch das Erste. Ne? Ich habe auch dann durch Google und so nicht so richtig viel gefunden, was mich da erwartet. Und ich bin jetzt wirklich sehr beeindruckt, insbesondere, weil es halt auch wirklich eine große Schnittmenge der Interessen auch gibt. Das ist mir tatsächlich auch erst gestern so richtig klar geworden. Und ja, da freue ich mich auf spannende Projekte zusammen mit anderen hier. Stand heute ist es noch sehr am Anfang, ja. Also wir sind einfach sehr, als Nextcloud, wir sind sehr fokussiert auf Dezentralisierung und auf Datenschutz und Privatsphäre. Das sind so unsere wichtigsten Themen, die uns voranbringen. Aber Sustainability, und da gibt es Überlappungen. Ja, hallo, ich habe auch noch eine kurze Frage. Und zwar würde mich interessieren, wie so das Verhältnis ist bei der Entwicklung, bei den Commits von aus der Community heraus und von euren Vollzeitangestellten. 40 hattest du ja gesagt, da sind ja wahrscheinlich nicht alle von Entwickler. Ja. Aber wie ist da so das Verhältnis, wie ist der Anteil von Community-Commits zu euren eigenen Commits? Das ist gar nicht so einfach zu sagen. Es hängt auch ein bisschen davon ab vom Bereich. Also es ist natürlich so, dass der Core, ich würde sagen, den Nextcloud Core an sich, der Kern des Ganzen, das sind schon die meisten Commits wahrscheinlich von Leuten, die Vollzeit daran arbeiten. Das liegt einfach an der Komplexität auch, dass man jetzt, wenn man jetzt am Wochenende sich hinsetzt und mal kurz ein Feature programmieren möchte, das ist wahrscheinlich dann nicht so einfach an so einem komplexen System. Aber es gibt ja diese Apps, also diese Plugins außenrum, und da sind die allermeisten aus der Community gemacht. Und da gibt es wieder andere Bereiche, zum Beispiel die Übersetzungen. Also Nextcloud ist ja in über 50 Sprachen, glaube ich, verfügbar, und das wird 100% von der Community gemacht. Also in der Firma, wir haben keinen einzigen Übersetzer. Macht alles die Community. Also es ist sehr unterschiedlich. Ja. Aber genaue Zahlen habe ich jetzt gerade gar nicht. Mich würde interessieren, wie ihr eure Open-Source-Community betreut. Habt ihr einen Messenger? Macht ihr Pair-Programmings? Gibt es regelmäßige Treffen online oder offline? Ja, alles davon. Also es gibt die üblichen Tools, es gibt ein Forum, also ein Discourse, dann gibt es auf Git natürlich die Möglichkeit, Issues zu diskutieren und überall mitzudiskutieren, jede Codeänderung. Dann gibt es Meetups auf der ganzen Welt, in verschiedenen Städten, auch hier in Berlin zum Beispiel gibt es ein regelmäßiges Meetup. Du bist einer der Organisatoren, Jan, glaube ich. Ne? Und dann gibt es noch Hackathons, die wir organisieren. Findet jetzt das nächste in anderthalb Wochen in Stuttgart statt, wo Leute zusammenkommen für eine Woche, um wirklich halt an Code zu arbeiten. Dann gibt es die Konferenz einmal im Jahr in Berlin hier. IAC-Channels, alle möglichen Kanäle, die üblichen. Ja. Ja, vielen Dank, Frank Karliczek, mit dieser sehr inspirierenden Geschichte.